Eintracht Frankfurt. Vor 24.302 Zuschauern endete die Partie 3:5. Zu meiner Rechten begrüße ich Gästetrainer Adi Hütter und zu meiner Linken unser Cheftrainer Bernhard Rahl. Wie immer gebührt das erste Wort dem Gast, Herr Hütter, jetzt ist es beschrieben. Den Superpokalspiel gesehen, tolle kämpferische Leistung von beiden Mannschaften. Kompliment an Waldhof Mannheim, wie sie uns heute mehr als gefordert haben. Möchte aber auch meiner Mannschaft ein Kompliment aussprechen, weil sie da einfach ist, nur 2, speziell dann nach dem 2:3 in der 72. Minute nochmal so zurückzuschlagen. War sehr, sehr wichtig für uns und das hat er eben schon mit Schwinger heute ist. Habe ich vorher nicht noch zusätzlich erwähnen. Bin natürlich froh, dass wir die Jury erlebt haben vom letzten Jahr und dass wir nur mit 2 sind, aber ich möchte wirklich nochmal Bernhard Rahles und SV Waldhof Mannheim zu einer sehr, sehr guten Leistung gratulieren. Danke. Danke, Herr Hütter. Bernhard, dein Kommentar zum Spiel bitte. Ja, erstmal Dankeschön. Ich glaube, wir sind ein fantastisches Spiel gekommen mit 2 Toren. Haben es leider danach verpasst, auch mehr Ballbesitz zu haben. Es hat uns einfach zu viel Körner gekostet, haben viel zu einfach den Ball dann hergegeben. Klar ist es schwer gegen die Eintracht, trotzdem musst du es probieren, dass du in gewissen Phasen dann auch mal ein bisschen Ballbesitz hast, wo der Gegner mal hinter dem Ball herlaufen muss. Dann natürlich die 2 Gegentore vor der Halbzeit. Ja, ich glaube, wenn du da es schaffst, mit einem anderen Ergebnis in die Halbzeit zu gehen, die Tore nach meiner Meinung zu einfach gefallen, waren auch die ersten Möglichkeiten für die Eintracht. Und klar, wir haben uns 2. Halbzeit immer vorgenommen, nochmal alles reinzuhauen, dann mit einem Distanzschuss 75 oder 72 Minuten sogar 3:2 in Führung gegangen. Ja, ich glaube einfach hinten raus haben uns die Körner gefehlt. Die Jungs haben alles gegeben, die Eintracht hat uns in guten Phasen da auch laufen lassen. Da brauchst du einfach das Spielglück, dass du nicht so schnell das Ausgleichstor kriegst. 5, 6, 7 Minuten, dann kommt vielleicht nochmal eine 2. Luft und dann kriegst du es vielleicht irgendwie über die Bühne. Aber so mit dem schnellen Ausgleichstor war es dann irgendwie schwer, weil für uns ist es dann nicht so einfach, ich sag mal, gegen die Eintracht irgendwie im Konter permanent gefährlich zu werden. Und ja, Gratulation zum Sieg und ich hoffe, dass ihr weit kommt im DFB-Pokal. Dankeschön. Danke, Bernhard. Gibt es von Seiten der Pressevertreter Fragen an einen der beiden Trainer? Wenn ja, bitte ich um ein kurzes Handzeichen, damit das Mikro hier vorne der Kollegen bitte. Ich habe eine Frage an den Gästetrainer. Adele, ganz spontan, was ist Ihnen nach 9 Minuten durch den Kopf geschossen? Ärgerlich, Wut, sozusagen positiv, weil ich gewusst habe, es sind trotzdem noch 80 Minuten Zeit, diesen Rückstand aufzuholen. Also ist viel besser in die Partie gekommen, war schon in den ersten 2 Kämpfen viel, viel bissiger, hat dann viele zweite Bälle, wo wir einfach, was die Startflug getroffen hat oder das Schließen einfach nicht Platz war, das hat mich geärgert. Und sicherlich die beiden Tore vor der Halbzeit hat uns noch einmal Mut auch für die zweite Halbzeit gegeben. Gibt es weitere Fragen an einen der beiden Trainer? Wir kommen an die Kollegen. Ab welchem Zeitpunkt war denn für Sie so ein bisschen ja, Ruhe dann langsam drin, dass Sie gesagt haben, okay, jetzt funktioniert es, jetzt hat meine Mannschaft endlich den Zugriff auf das Spiel, weil das war ja schon ein bisschen schwierig in der Zeit 1. In Wahrheit, was 5:3 gefahren ist, war ich wieder 100% sicher, obwohl ich schon finde, dass wir einfach 2. Halbzeit ein klares Spiel in der Hand gehabt haben, finde ich einfach, dass der Torwart von Waldhof Schulz, glaube ich, überragend gehalten hat. Also er war ein paar Bälle dabei, die man nicht halten muss. Da hätten wir schon viel früher in Führung gehen können. Und wie der Bernhard das schon gesagt hat, ich glaube, wichtig war auch, dass wir gleich nach dem 2:3 das 3:3 gemacht haben. Und dann das 4:3, aber da weiß man nie, kann immer noch zum Schluss Standardsituationen, wo sie auch sehr gefährlich sind, kann immer noch was passieren. Ab dem 5:3 waren wir da ziemlich sicher. Gibt es weitere Fragen hier vorne, der Kollege? Wie wichtig ist es für die Mannschaft, dass unterirdisch bleibt? Stand der Dinge jetzt, dieser Spiel von Eintracht Frankfurt und alles andere, glaube ich, brauche ich an dieser Stelle nicht kommentieren. Beim Wert könnte es ja trotzdem. Gut, das sieht ja jeder. Deswegen weiß ich jetzt nicht, was ich noch zusätzlich sagen soll. Am besten muss man keine Ahnung, das ist ja nur fragen. Aber natürlich ist es sicherlich sehr, sehr wichtig, dass er uns drei Tore gemacht hat. Und?
Götter, Sie haben den Eric Birnberg auf der rechten Seite gebracht zur Belebung. Was war denn der Plan in der Zeit? Ja, Danny hat schon oft bewiesen und gezeigt, dass er viel, viel besser spielen kann. Aber für mich war er erste Halbzeit nicht auf dem Platz. Er ist jetzt auch in der 43. Minute, wo die Superflanke auf Jovic gebracht hat. Das ist mir zu wenig. Das weiß Danny auch, das habe ich noch gesagt. Deswegen habe ich ihn recht umgebracht und hat seine Sache sehr, sehr gut gemacht. Gibt es noch weitere Fragen? Hier vorne noch. Herr Tönn, in welcher Kategorie würden Sie das jetzt einordnen, dieses Spiel? Weil Dutz war ja das 5:0, das war relativ einfach, sah es zumindest aus von außen. Jetzt, das sah heute etwas schwieriger aus. Wo würden Sie Ihre Mannschaft dann jetzt einordnen? Kann man das jetzt schon ein bisschen besser nach so einem Spiel heute? Die Gegner haben sich gesteigert. Der Waldhof hat heute gezeigt, dass sie diese anderes Niveau haben als der FC Bad Dutz. Und ich bin einfach auch Fan der deutschen Bundesliga, was ich auch gestern von Würzburg gesehen habe, in Hoffenheim und auch von Waldhof heute, muss man einfach klar sagen, das ist unglaublich schwierig zu spielen. Und deswegen, ja, aber am Ende des Tages geht es halt immer wieder um, dass man in die Runde weiterkommt. Und das war heute schon sehr, sehr wichtig, weil es ab der 72. Minute, da ist mir schon einmal kurz der Atem ein bisschen stecken geblieben. Was sagen Sie, können Sie denn aus dem Spiel was für die dritte Liga mitnehmen? Natürlich können die Jungs da was mitnehmen, die wurden hier maximal gefordert, haben gegen fantastische Fußballer gespielt und jedes Spiel auf diesem Niveau bringt sich als Fußballer weiter. Gibt es noch weitere Fragen an einen der beiden Trainer? Dies scheint nicht der Fall zu sein. Für unsere Gäste aus Frankfurt geht es kommende Woche gegen die TSV Hoffenheim. Unsere Mannschaft spielt in Jena. Bis dahin eine gute Zeit und bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.